Hallo zur Szene München. Mariella Ahrens steht derzeit in München auf der Theaterbühne und zwar in dem Stück Das Blaue vom Himmel. Von der Komödie im Bayerischen Hof, allerdings nicht in der Komödie im Bayerischen Hof, sondern im Gastgarten Siebenbrunn beim Komödiensommer Siebenbrunn. Das hat sie übrigens noch nie gemacht. Also Theater gespielt schon, aber noch nie draußen. Was machst du denn hier? Ich? Was? Ja. Geschwängert? Ja. Ich? Das ist ja abartig. Wie verdorben kann ein Mensch bloß sein? Wo willst du hin? Halt! Halt! Bleib da, wo du bist. Der ist gefährlich. Aha! Aha! Da bist du also wieder, du Blutegel. So können wir sie also derzeit in München live erleben. Was die TV-Karriere von Mariella Ahrens angeht, so feiert sie in diesem Jahr, Achtung, 30-jähriges Jubiläum. Da hat sie sicherlich einige Erfahrungen sammeln können und genau diese Schauspielerfahrungen möchte sie jetzt weitergeben an Nachwuchsschauspieler, aber auch an Manager. Ja, Mariella Ahrens hat sich ein zweites Standbein aufgebaut als Coach. Da kann sie gleich mal innerfamiliär beginnen, denn ihre jüngere Tochter, die möchte in ihre Fußstapfen treten. Es gibt also einiges, worüber man sprechen kann mit Mariella Ahrens und genau das mache ich auch gleich nach einer kurzen Pause. Vor ein paar Tagen fand bei uns in München die Premiere des Stücks Das Blaue vom Himmel statt. Von der Komödie im Bayerischen Hof, allerdings nicht in der Komödie im Bayerischen Hof, sondern im Gastgarten Siebenbrunn, beim Komödiensommer Siebenbrunn. Eine Komödie übrigens von Eric Assou in der deutschen Bearbeitung von Dieter Hallervorden. Und in einer der Hauptrollen zu sehen, Mariella Ahrens. Vergangene Woche habe ich einen Tag vor der Premiere mit ihr gesprochen und jetzt bin ich natürlich neugierig und frag mal nach. Mariella, wie war denn die Premiere? Es war wunderbar. Wir sind 1000 Steine vom Herzen gefallen, 3 Kreuze gemacht, weil ich war sehr, sehr aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin zwar gewohnt, vor der Kamera zu spielen, aber nicht unbedingt so Live-Theater. Das ist natürlich immer noch eine ganz große Herausforderung für mich. Und hat aber unheimlich viel Spaß gemacht. Es ist alles super gelaufen und wir haben viel Lob bekommen. Das Wetter war toll. Das Blaue vom Himmel war oben, das Blaue vom Himmel war auf der Bühne. Also alles richtig. Aha, Sie sind also diese berühmte Soraya, ja? Die immer und überall Skandal auslöst. Kaum hat dich deine Verlobte verlassen, schon lässt du dieses Weibsbild bei dir zu Hause antanzen. Und nicht nur bei dir, sondern auch bei mir, bei meinen Schwiegereltern, einfach überall. Was erzählst du denn da? Ich erzähle nichts, Fräulein. Ich bin empört, schockiert, falls Ihnen das Wort überhaupt was sagt. Also so, jetzt kommt das Beste, Leute. Ich bin zu leise. Ja! Ich soll gefälligst stöhnen. Ja? Willst du, dass ich stöhne? Also gut, dann stöhne ich. Ich schwöre es dir, du kannst alles haben, du kannst alles verlangen. Ich werde keinen Anwalt nehmen und ich werde auch nichts zu meiner Verteidigung vorbringen. Und ab nun an werde ich dich nur noch siezen. Ich schwöre es dir, ich schwöre es dir. Und Freunde, lasst uns lügen, bis sich die Balken biegen und bis wir uns alle fantastisch fühlen. Es war ja für dich auch der erste Auftritt auf einer Freiluftbühne. Kannst du jetzt sagen, wo für dich da die Unterschiede liegen? Also man muss schon ein bisschen, also man muss sich mehr konzentrieren, sagen wir mal so. Weil auf der Freilichtbühne sind natürlich überall Umweltgeräusche. Ja, dann fliegt ein Vogel lang oder irgendwie ein Ast knackt. Ja, also man muss sich schon extrem konzentrieren auf das, was man tut und einfach vergessen, dass noch Geräusche drumherum sind. Wir vergessen ja sowieso auch, dass die Zuschauer lachen. Wir freuen uns natürlich drüber. Wir nehmen das sehr wohl wahr und freuen uns über jeden Lacher, der kommt. Aber so andere Geräusche sind dann halt schon noch mal konzentrationsbedürftig. Es ist halt einfach nicht schwarz. Also du sprichst nicht ins Schwarz hinein. Nein. Man sieht auch alles. Ne? Man sieht natürlich auch die Leute. Es ist alles hell. Und es wird erst nach der Pause dunkel. Was auch, es ist wirklich so eine Art Stimmungswechsel. Und was ich aber bemerke, ist, was mir sehr viel Spaß macht, ist, dass die Zuschauer dürfen ja sozusagen trinken während der Vorstellung. Es wird zwar nicht bedient, aber sie dürfen ihre Getränke mitnehmen, weil es ja auch mit Bierbänken und Tischen ist. Und ich finde, dass sie eine bessere Stimmung haben dadurch.
Ja, wie hat denn das Publikum überhaupt so reagiert? Ich meine, für viele ist es ja so, sie durften jetzt erstmals wieder ins Theater gehen. Ja, es war auch für viele auch das erste Mal wieder überhaupt Kultur erleben zu dürfen. Das war natürlich besonders toll. Da hat man auch gemerkt, wir wurden angesprochen danach und wie sehr man sich freut, dass wir wieder auch auftreten dürfen. Und für uns auch wurde sich gefreut. Das war toll. Ich glaube, das ist auch das, weswegen du jetzt auch wieder häufiger Theater spielen möchtest. Aber man darf nicht vergessen, in diesem Jahr feierst du deine 30-jährige TV-Karriere. Ja, klingt schon sehr lang. Ist auch tatsächlich sehr lang. Ich habe angefangen vor der Schauspielschule mit Moderation für einen Berliner Sender und deswegen 30 Jahre, ansonsten sind es 25. Aber ist schon sehr lang, ja. Ich habe halt erst in den letzten Jahren jetzt angefangen, Theater zu spielen und deswegen ist es auch immer noch sehr aufregend für mich. Also 30-jähriges TV-Jubiläum, das bedeutet, mit 3 Jahren standest du das erste Mal vor der Kamera, ganz offensichtlich. Aber hast jetzt inzwischen so viel Erfahrung, dass du sagst, die möchtest du weitergeben. Du hast dir nämlich ein zweites Standbein aufgebaut. Genau, ich habe jetzt in dieser Corona-Zeit, wo wir ja nicht arbeiten durften, habe ich ein Konzept ausgearbeitet mit einem Kollegen, der bereits schon als Coach arbeitet. Und ich möchte ab sofort, meine Seite ist auch online seit ein paar Tagen, möchte ich gerne andere unterstützen. Und zwar Schauspielanfänger mit der Rollenauswahl, wie man davor geht, wie man zum Casting geht, was passiert, wenn man vor einer Kamera steht. Das Gleiche in anderer Form gerne auch für Manager, führende Positionen, die eben jetzt doch mehr vor der Kamera arbeiten müssen. Wie verhalte ich mich vor einer Kamera? Ich möchte gerne Interviewtraining geben. Damit habe ich auch sehr viel Erfahrung, auch 20 Jahre. Und wie betone ich was? Wie sind die Gesten? Was ist anders auf der Bühne als vor der Kamera? Da gibt es nämlich große Unterschiede und so weiter und so fort. Tust du mir bitte einen Gefallen, würdest du bitte Nachwuchsschauspielerinnen und Schauspielern beibringen, dass Interviewtermine, dass der rote Teppich, dass all diese öffentlichen Auftritte tatsächlich Teil des Jobs sind? Weil manche, gerade Jüngere, geben einem das Gefühl, ja, ich habe das hier gar nicht nötig und ich will jetzt auch überhaupt nicht sprechen und ihr alle seid mir lästig. Ja, das gibt halt immer wieder so ein bisschen das Vorurteil, dass man eben als Künstler sich mit so öffentlichen Sachen möglichst fernhalten sollte, was aber totaler Quatsch ist. Die Zuschauer lieben es doch und die Leute, die, ob sie vor der Bühne sitzen oder vor der Kamera, lieben es natürlich auch, von den Leuten ein bisschen mehr zu erfahren, sie auch mal zu hören, wie sie privat klingen oder privat aussehen. Ja, das heißt nicht, dass man deswegen jetzt sein persönliches Leben bereittreten muss, aber einfach mal mit jemandem reden, es ist eben ein ganz anderer Eindruck, den man da bekommt, als wenn man immer nur auf der Bühne oder vor der Kamera in einer Rolle gesehen wird. Deine jüngere Tochter, die möchte ja auch in deine Fußstapfen treten. Ja, ich meine, hat sie das vergangene Jahr nicht abgeschreckt? Nein, also Kinder sind ja mal sowieso sehr positiv und die hat eine sehr positiv denkende Mutter. Also insofern nein. Ich würde natürlich jetzt nicht unbedingt mein Töchterchen dahin drängen. Ja, also ich finde, dass der Beruf des Schauspielers in den letzten Jahren doch etwas schwieriger geworden ist, weil einfach zu viele Schauspieler werden wollen und private Sender kaum noch, sagen wir mal, Filme, Serien produzieren, wenn dann Soaps, sehr viel Doku-Soaps und wir wissen ja die ganzen Shows und so weiter und so fort. Insofern stürzt sich jetzt alles auf Netflix und Amazon neben ARD und ZDF, aber selbst da, es wird noch nicht genug produziert. Wenn man natürlich nur Bühne und wenn man Herzblut da drin hat, ja, dann würde ich niemanden abraten. Aber wenn man jetzt denkt, man fängt da an als Schauspieler und startet sofort eine Karriere, ist das eben oft leider nicht so. Was ist denn der wichtigste Rat, den du in Bezug auf die Schauspielerei deiner Tochter geben kannst? Ich würde meiner Tochter immer raten, solange sie wirklich dafür brennt, für den Beruf, würde ich ihr nie davon abraten. Es ist ein toller Beruf, mir macht der sehr viel Spaß. Aber wenn man natürlich aus anderen Gründen denkt und viele, also ich war ja auch Dozentin einer Schauspielschule schon und da hört man dann eben auch oft, ja, ich möchte halt auch bekannt werden und wie schaffe ich das denn und so. Da haben halt doch viele auch Illusionen, die nicht immer klappen. Ich war ja auch auf der Schauspielschule tatsächlich, habe als einziger meines Jahrgangs auch den Abschluss gemacht. Ich habe festgestellt, es gab 2 große Gruppen und eine kleine. Eine der großen Gruppen war, weißt du, ich bin jetzt Schauspieler.
Das waren so die, die gedacht haben, dass die ganze Welt nur auf sie jetzt gewartet hat. In der zweiten Gruppe gab es die, die so, ja, suchend sind im Leben. Ja, ich habe schon an der Bowlingbahn bedient, ich habe schon dies und das gemacht und jetzt werde ich halt Schauspieler. Ne? Und dann gab es so die kleine Gruppe, die wusste, ja, ich muss meinen Text lernen und pünktlich sein, fertig. Es ist eine Mischung aus allem. Da gehört alles dazu. Da gehört dazu, dass man eine gewisse Lockerheit in seinem Beruf behält, weil man muss eh ein dickes Fell haben. Ja, es ist nicht so einfach, auch gerade wenn man bei einem Casting war, dass man dann das nicht so persönlich nimmt, wenn man dann abgelehnt wird. Also man muss schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Insofern eine kleine Lockerheit ist nicht so schlecht, aber man braucht schon auch ein Fundament. Also ich würde jedem, der Schauspieler werden will, auch raten, auch das tatsächlich ernst zu nehmen, entweder auf eine Schauspielschule zu gehen oder auch wirklich gründlich Privatunterricht zu nehmen. Weil so, man kann zwar Talent haben, ja, von mir aus, aber man lernt doch noch eine ganze Menge dazu, wenn man auch sich tatsächlich auf den Beruf des Schauspielers auch so einlässt, anders einlässt und zwar ein bisschen was lernen möchte. Du wusstest ja irgendwann, dass du Schauspielerin werden willst. Wann aber war der Punkt, da du wusstest, das ist jetzt dein Beruf? Es ist nicht nur Berufung, es ist dein Beruf. Das war ziemlich früh. Also ich habe mit 15 bereits in einer Amateurtheatergruppe gespielt und wusste von dem Augenblick an, ich werde Schauspielerin. Und ich bin in diese Theatergruppe eigentlich reingegangen, weil mein damaliger Freund, in den ich so verliebt war, unentwegt in dieser Theatergruppe war und dachte ich so, jetzt gehe ich da rein. Und dann habe ich total die Liebe zum Schauspiel entdeckt. Die Liebe zu ihm ist dann flöten gegangen, aber die Liebe zum Schauspiel ist geblieben. Darüber sind wir auch sehr froh. 30-jähriges TV-Jubiläum und wer dich live sehen möchte, das ist derzeit in München möglich. Und ja, zwar beim Komödiensommer, der Komödie im Bayerischen Hof, noch bis 25.07., immer Donnerstag bis Sonntag. Mariella, ja, ich danke dir und noch eine gute und Zeit in München. So, auch in München bin ich viel unterwegs, Leute. Ich freue mich sehr, wollte ich noch sagen. Ich liebe München und nicht nur auf der Bühne bin ich mal persönlich zu sehen, sondern bestimmt auch irgendwo quer durch München. Ich liebe es hier wirklich, die Sparkunden. Haben wir jetzt alle gehört? Einfach anquatschen, sie will es. Nein, so nicht. Ich wollte nur sagen, dass ich auch neben der Bühne auch gern persönlich einfach hier in dieser Stadt sehr gerne bin. Danke. Aber kommt vorbei, wir freuen uns über euren Besuch und bei schlechtem Wetter findet es, also wenn es regnet, hoffen wir mal nicht, aber wenn es regnet, sind wir in der Komödie im Bayerischen Hof, im Theater drin.